Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute gibt es, ihr seht es, mal wieder einen Espresso-Talk. Haben wir lange nicht gemacht. Wir versprechen aber Besserung in Zukunft, also wieder häufiger Espresso-Talk. Und jetzt arbeiten wir erstmal noch ein paar von den liegen gebliebenen Fragen ab. Schieß los. Ist deiner Meinung nach der XIV eine Alternative zum SVXY, beziehungsweise welche Vor- und Nachteile hat dieser? Also was macht der XIV, was macht der SVXY? Beides sind Produkte auf die Volatilitätsterminstrukturkurve. Beide Produkte machen eins, nämlich dass sie den jeweils ersten und zweiten Volatilitätsfuture short gehen. Das heißt, sie versuchen von den Rollverlusten, die in dieser Terminstrukturkurve sind, zu profitieren. Grundsätzlich unterscheiden sie sich nicht sehr stark voneinander. Also es ist minimal in den Gebühren, dass der eine, glaube ich, der XIV ist, glaube ich, ein bisschen teurer als der SVXY, aber das ist minimal, das fällt kaum auf. Der wirklich entscheidende Unterschied ist, dass du auf den SVXY Optionen handeln kannst und auf den XIV nicht. Das heißt, deswegen beschäftigen wir uns, wenn, dann mit dem SVXY und weniger mit dem XIV. Von der Performance, von der Wertentwicklung her, dürfte das nahezu immer 1:1 sein. Okay. Kann man diese Negativzinsen als Verlust bei der Steuer absetzen, beziehungsweise lassen sich die Verluste mit Gewinn aufrechnen? Also es ging ja hier in diesem Video Negativzinsen, wer ist betroffen, dass man ja bei seinem Broker mittlerweile ab einer bestimmten Kontogröße, wenn man also ich glaube mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hat, dann muss man ja mittlerweile auf sein Guthaben Zinsen bezahlen, und zwar Negativzinsen, also man bekommt Geld abgezogen und man kann diese Zinsen leider nicht von der Steuer absetzen, das wäre schön, aber natürlich beteiligt sich der Staat nicht an den Verlusten, die wir durch Negativzinsen haben. Und man kann es auch nicht mit Verlusten beispielsweise aus Trading-Geschäften verrechnen. Es sind halt einfach, wie heißt es immer so schön, Opportunitätskosten, die müssen wir akzeptieren. Die sind nicht schön, die werden sich natürlich auch mal wieder verändern, aber verrechnen oder so kann man die leider nicht. Wie sieht es denn mit dem Kauf von Rohstoff-Futures-Optionen bei niedriger Vola aus? Dass es sich bei einer Aktie nicht lohnt wegen dem Skrajo und weil die IV nur bei fallenden Kursen steigt, ist verständlich. Aber Rohstoffe, Futures haben doch recht ausgeglichene Volatilitäten. Also, es ging hier in diesem Video mit Kaufoptionen von Volatilitätsanstieg profitieren, genau, um den Skew. Also Skew haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Das ist so eine Situation, die man im Aktienmarkt hat, dass Put-Optionen, also Verkaufsoptionen, sind teurer als Kaufoptionen. Das liegt einfach daran, weil natürlich am Aktienmarkt die meisten Leute Angst vor fallenden Preisen haben und nicht von steigenden Preisen. Deswegen werden Puts mehr nachgefragt als Calls, deswegen sind die immer teurer. Jetzt ist es so, bei Rohstoffoptionen, also Erdöl, Gold und so weiter, da gibt es nicht von vornherein diese verschobene Volatilität, also diesen Skew, sondern der tritt nur hin und wieder auf. Wenn wir also beispielsweise wie jetzt in den letzten Monaten so eine extreme Abwärtsbewegung im Öl haben, dann gibt es da auch einen Skew, das heißt, da sind die Puts auch teurer als die Calls. Oder aber jetzt ganz aktuell in den letzten Wochen hatten wir einen enorm schnellen Anstieg in Sojabohnen und da waren dann die Calls teurer als die Put-Optionen, weil natürlich jeder sich gegen steigende Preise absichern musste. Und deswegen im Aktienmarkt kann man ganz klar sagen, Puts immer teurer als Calls. Bei Future-Optionen ist es dagegen so, oftmals ist das ausgeglichen, da kostet ein vergleichbarer Put genauso viel wie ein vergleichbarer Call. Aber es gibt immer wieder Situationen, wenn Preise sich schnell bewegen, schnell nach oben, schnell nach unten, dass dann die Seite, wo sich es hinbewegt, entsprechend teurer wird, weil man sich eben dort oder die Marktteilnehmer sich an der Stelle mehr absichern müssen. Und jetzt noch was zu IB Days, der Crash als Chance. Hallo Jens, erstmal danke für dein hervorragendes Video. Ich hätte mal eine Frage zu den langfristigen Value Investments. Benutzt du auch hierfür ein Margin-Konto und ist es ein Konto besser als ein Privatmann oder besser als einer GmbH AG?
da die Dividendenversteuerung in einer GmbH zum Beispiel, glaube ich, viel geringer ist? Okay, also Value Investments. Das heißt, Value Investment, wenn man langfristig Aktien kauft und behalten will, wie wir es ja auch machen privat, wie wir es ja auch in der Firma machen. Und das ist auch schon so ein bisschen die Antwort. Macht man das besser in einer GmbH oder macht man das besser in einer Firma? Macht man das besser privat? Es hat beides Vor- und Nachteile. Als Privatmann kann man natürlich gewisse Kosten, die man in so einem Konto hat, nicht mehr als Werbungskosten absetzen. Auf der anderen Seite sind zum Beispiel Kursgewinne günstiger zu versteuern als in einer GmbH. Mhm. Noch in einer GmbH zahlst du eben around about 30% Steuern, in einer als Privatmann 25% plus Soli. Das heißt, da ist es wieder ein bisschen besser. Tatsache ist allerdings, im Dividenden werden in einer GmbH wieder ein bisschen besser versteuert. Auch die, je nachdem, wie man das gestaltet in einer GmbH, kann man den Steuersatz schon deutlich drücken. Man muss aber natürlich sehen, wenn man eine Firma jetzt extra gründet, um Aktien zu kaufen oder so, dann sollte das Ganze schon auch ein gewisses Volumen haben. Weil als Privatmann mache ich eine private Steuererklärung, fertig. In der GmbH, ich muss eine Bilanz erstellen, ich brauche einen Steuerberater. Also das sollte man nicht zwingend alleine machen. Gerade eine GmbH muss zwingend eine Bilanz erstellen. Dazu brauche ich auf jeden Fall einen Steuerberater. Das heißt, ich habe von vornherein Kosten von ein paar tausend Euro im Jahr. Und das muss ich natürlich dann über den vielleicht günstigeren Steuersatz auch erstmal rausholen. Und deswegen kann man das eigentlich nur, was da das Richtige für jeden ist, mache ich es privat, mache ich es über eine Firma, es gibt ja nicht nur GmbH, man könnte es auch über eine Stiftung zum Beispiel machen, eine Familienstiftung, verschiedene Dinge. Da muss man sich einfach einen steuerlichen Berater suchen, der dann einen Plan davon hat. Wir haben ja mit dem Johann viel gemacht, der sich da wirklich gut auskennt und da sollte man sich einen Berater suchen. Der andere Teil der Frage, macht man das auf einem Margin-Konto oder auf einem Cash-Konto? Ich kann nur sagen, wir machen es auf einem Margin-Konto. Das heißt, ein Cash-Konto bedeutet, irgendwas kostet 1.000 Euro und du bezahlst 1.000 Euro. Margin-Konto heißt, das kostet 1.000 Euro und du hinterlegst nur vielleicht 250 Euro Sicherheitsleistung. Optionen schreiben, wenn wir die Aktien nicht haben, um sie zum Beispiel günstiger zu bekommen, das geht nur auf einem Margin-Konto. Und deswegen glaube ich, wenn man alles abwägt, ist ein Margin-Konto auch für ein langfristiges Investment die bessere Basis. Hat aber nichts mit der Wertentwicklung zu tun. Also wenn die Aktie steigt, dann steigt sie auf dem und auf dem Konto, das spielt keine Rolle. Du bist einfach mit dem Margin-Konto flexibler, du kannst mehr machen einfach. Und deswegen nutzen wir halt für alles, sowohl privat als auch was wir hier in der Firma haben, immer Margin-Konten. Und dann nochmal eine letzte Frage. Wie gehst du denn dann damit um, wenn ein Spread gefiltert wurde und du sozusagen dem Marktrisiko ausgesetzt bist? Geduldig auf den Fill des zweiten Spreads warten oder Market kaufen? Also, in dem Video ging es ja um Iron Condors. Iron Condor heißt, du kaufst oder du verkaufst auf der Oberseite einen Spread und du verkaufst auf der Unterseite einen Spread. Und wir haben empfohlen, dass das kann man auch als eine Order aufgeben. Das heißt, dann werden alle vier Optionen, du hast einen verkauften Call, einen Gekauften, einen verkauften Put, einen Gekauften. Man kann sagen, mach mir eine Order und dann geht alles mit einmal durch. Klingt in der Theorie schön, funktioniert in der Praxis aber nicht. Weil du musst halt genau vier Optionen gleichzeitig treffen zum richtigen Preis. Ist in der Realität nur selten umsetzbar, außer in bei einzelnen Produkten. Und deswegen haben wir gesagt, teilt die Order auf, kostet von den Gebühren ja genau das Gleiche, macht eine Order oben und macht eine Order unten. So, jetzt kann es natürlich passieren, du gibst die beiden Orders auf und jetzt wird eine nur gefüllt, nur die Oberseite. Du willst ja aber alle beide haben. Und darauf bezieht sich dann, glaube ich, die Frage, dann einfach warten, ob die unten noch gefüllt wird oder dann sagen rein. Und ich würde jetzt nicht warten, dass die gefüllt wird, weil ich will sie ja unbedingt haben, damit auch die eine nicht allein steht. Und ich würde jetzt aber auch nicht Market reingehen. Ich würde niemals Market irgendwo reingehen. Also Market heißt ohne Limitierung. Du sagst irgendeinen Preis. Mhm. Ne? Ist nie gut, sondern immer limitieren, aber dann eben den Preis ein bisschen anpassen. Das heißt, mal ein Beispiel, du willst unten $180 haben für den Spread und jetzt hast du die nicht bekommen für $180. Dann gehst du eben runter und sagst, okay, schau mal, ob es für 175 geht. Und wenn es für 175 nicht geht, gehen wir mal auf 170 runter, bis du den Fill hast. Das dauert aber in der Realität eine Minute. Also du sitzt einfach davor, guckst dir das an und sagst, okay, kein Fill,
komm, ein paar Cent runter, kein Fill, paar Cent runter, wartest immer eine halbe Minute, 20 Sekunden, wenn du keinen Fill bekommst, gehst du runter. Also in der Praxis, das klingt immer so kompliziert, aber du musst dann stundenlang davor sitzen. In der Praxis ist das maximal 5 Minuten gemacht. Also selbst wenn du große, du weißt es ja auch, wenn wir hier manchmal riesige Orders durchschieben, hunderte von Optionen, das dauert in der Regel nur wenige Minuten, weil man da hintereinander wegmachen kann. Man muss da also nicht wie die Schlange vorm Kaninchen sitzen und warten, dass es durchgeht. Gut, vielen Dank. Okay, dann war es das für heute. Ein kurzer Espresso-Talk. Aber wie gesagt, wir machen es jetzt öfters mal wieder. Wir geloben Besserung. Lagen so ein bisschen an mir. Ich habe es immer ein bisschen nach hinten geschoben. Wir werden es jetzt öfters machen. Und wir machen auch eins, denn wir haben ja beim letzten Mal versprochen, wir suchen uns mal nach andere Locations. Genau. So, wir wollten eigentlich uns heute draußen schon schön ins Café setzen, aber da hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es ist gar nicht so toll. Aber wir machen es definitiv heute mal noch in ein paar schönen, oder nicht heute noch, aber dieses Jahr nach ein paar schönen Zwickauer Cafés. So machen wir's. In diesem Sinne, gute Trades.